Guten Morgen. Das ist noch nicht das offizielle Vlog für morgen. Also eigentlich, also heute. Also, naja, erst wenn ich geschlafen habe, bis morgen. Jedes Mal habe ich die letzten Male immer so gesagt, oh, ich habe total wenig aufgenommen und das wird kurzer Vlog. Und jedes Mal, wenn ich das gesagt habe, habe ich eigentlich über eine Stunde Rohmaterial. Also hier ist das letzte, was ich aufgenommen habe. Und da oben die Zeit ein bisschen über eine Stunde. Jedes Mal, wenn ich gesagt habe, ich habe nicht viel, habe ich doch eine Stunde irgendwie. Naja, und jetzt startet der richtige Vlog für morgen, also heute. Ihr wisst schon. Tschüss. Guten Morgen, es ist Montag, der 2. November und ich komme gerade vom Laufen. Nachdem ich letzte Woche auch Montag das letzte Mal laufen war, wurde es ja Zeit und das Aufraffen fiel nicht so schwer, wie ich vielleicht dachte oder so ähnlich. 6,4 Kilometer, 42 Minuten noch was, glaube ich. Irgendwie 6, noch was Durchschnittsgeschwindigkeit in Kilometer, aber das habt ihr euch jetzt wahrscheinlich schon gedacht. Schon wieder sehr ruhig die Ost für heute. Und Nebel. Nicht so schön. Aber eigentlich doch, wir haben eine Ruhe hier am Strand, es sind nicht so viele Leute unterwegs und so. Obwohl, die Zeit sind ja eh nicht mehr so viel unterwegs. Oh, das Joggen tat gut heute. Ich wollte heute Morgen joggen. Habe ich glaube ich nie aufgenommen. Nee, halt nicht aufgenommen. Ich erst danach angefangen. Ja, das tat gut. Ich bin letzte Woche Montag das letzte Mal gelaufen. Und ich fühlte mich schon wieder sehr schlecht. Ich habe ein schlechtes Gewissen gehabt. Und heute Morgen bin ich um 6:30 wach geworden. Ohne Wecker und ja, düste noch so ein bisschen im wieder hat er noch ein Dunschiss gehabt oder naja. Nicht, dass Cookie damit noch spielt oder so oder sich der irgendwie ansteckt. Naja, jedenfalls bin ich wach geworden und hab noch so ein bisschen gedüst im Dings und dann im Bett und dann habe ich gedacht, ach komm, gehst du laufen. Und das ist das Beste, weil dann laufe ich auch am besten. Dann, wenn ich mir wirklich nicht zwingen muss, sondern dass der Gedanke, ach komm, gehst laufen, wirklich den Morgen von alleine kommt. Das ist das Beste, was geht. Manchmal habe ich diesen Gedanken abends schon, also dass ich dann abends so gehst, boah, hast du einen Bock, morgen früh gehst laufen. Und dann ist es auch wirklich so meistens, dass ich dann morgens wach werde. Und wirklich sage, ja, jetzt gehst du wirklich laufen. Naja, sind diese Momente noch zu selten. Obwohl ich mich jedes Mal, wirklich jedes Mal nach dem Laufen, egal wie das Laufen war, also ob ich, manchmal ist man ja trotzdem unzufrieden, aber ich fühle mich jedes Mal gut nach dem Laufen. Naja, wie auch immer. Also ich habe einen Link geteilt, in dem schwere Vorwürfe gegen Vapiano, diese Restaurant- und Pasta-Kette, erhoben werden, so, wegen Gammelfleisch und so ein Scheiß. Und wer in so eine Kette zum Essen geht, der sollte zwar erwarten, der muss eigentlich auch erwarten, dass man immer 1A-Qualität auf dem Teller hat, aber das ist so fernab von jeglicher Realität. Da muss ich die Hand wechseln, sorry. Das ist so fernab von jeglicher Realität. Dass das eigentlich niemanden überraschen sollte. Weil so eine Restaurantketten, die werden nur so groß und erfolgreich und können so günstige Preise anbieten. Wobei ich sagen muss, ich war noch nie in Vapiano, ich weiß nicht, ob die wirklich günstig sind. Mit allen sicherlich nicht, aber mit vielen. Aber die können nur so groß und erfolgreich werden, wenn sie an allen Ecken und Enden sparen. Und die größten Kosten, den größten Kostenfaktor, den sie halt haben, ist der ganze Lebensmittelbereich und Personal und Cookie hierher. Und wenn sie an denen sparen, ja, an denen werden sie auch sparen. Und von daher sollte man und muss zwar immer 1A-Qualität erwarten, aber die wird man leider nie auf dem Teller haben. Nicht bei allen Gerichten und nicht immer. So ist es nun mal.
faszinierend, wie manche die Geduld aufbringen können und sich stundenlang nach Bernstein suchen können. Und dann finden sie drei Steinchen. So groß wie eine Linse oder so. Nee, weiß nicht, wie viel sie finden, aber ich habe noch nie einen Bernstein gefunden. Ich habe noch nie wirklich gesucht. Ich gucke ab und zu mal so nach unten, wenn ich hier lang gehe, aber ja, so findet man wahrscheinlich auch keine. Ist ja auch nicht so, dass sie da liegen und leuchten. Ich sage niemals anfangen mit Videos auf YouTube zu schauen, bevor du dein eigenes Vlog nicht geschnitten hast. War das jetzt richtig? Egal, aber niemals. So viel Zeit verschwendet gerade. Naja, so, ich muss Videos schneiden. Also, ich habe keine Ahnung, was ich heute aufgenommen habe. Ein bisschen am Strand, Arbeit, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Muss ich mir jetzt angucken. Also, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video. Heute gehen wir mal wieder in den Wald. What? Heute gehen wir mal wieder an den Strand.